Sorry, Lenny. Was machst du mit dem ganzen Kram? Ich will ins Einkaufscenter. Dafür soll ich Loris Bett machen. Was seltsam ist, ich war mir ziemlich sicher, dass sie schon eins hat. Warte, warum erledigst du Aufgaben für Lori? Bist du nicht alt genug, um selbst zu fahren? Ja, aber ich bin 12-mal durch die Fahrprüfung gefallen. Niemand möchte mehr mit mir Autofahren üben. Dad ist immer noch sauer wegen der Zeitungsboten-Hydranten-Nonnen-Geschichte. Und was mache ich jetzt? Und wenn ich mit dir Autofahren übe? Wow, du hast einen Führerschein? Also, nein, aber ich habe einen total krassen Highscore bei Total Turbo 22, dem absolut krassesten Rennspiel der Welt. Wie cool! Moment! Kommen da Nonnen vor? Nonsens, Schwester. Okay, du musst einfach das Lenkrad gerade halten. Dann wirst du... Wieso? Versuchen wir es nochmal. Halt das Lenkrad gerade. Okay, noch ein Versuch. Die Straße geht geradeaus, also das Lenkrad gerade halten. Lenny, du musst auf der Straße bleiben. Ja, aber wozu denn? Wir haben doch sowieso kein richtiges Ziel. Klar haben wir das. Wir fahren nämlich zum, Einkaufen. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Wow, weiter, Lenny. Gib da, Schnarchnase. Mama braucht ein neues Fahroutfit. Neuer Highscore. Das war ja unglaublich. Aus dem Weg, Oma! Ganz ruhig, kleine Raserin. Aber ich muss doch shoppen gehen. Das muss warten. Du hast jetzt eine Fahrprüfung zu bestehen. Los, Lenny, los! Los, Lenny, los! Halt! Zur Bushaltestelle geht's da lang. Los, Lenny, los! Los, Lenny, los! Hast du bestanden? Nein, hat sie nicht. Sie hat aber die Geschwindigkeitsbegrenzung ignoriert, den Blinker nicht benutzt und das Prüfungsfahrzeug zum Einkaufszentrum umgeleitet, wo sie dann die arme alte Mrs. Jelinski über den Haufen gebrettert hat. Ich will hier sofort raus. Das ist nicht fair. Als ich das alles im Spiel gemacht habe, habe ich gewonnen. Ihr müsst mal eure Regeln auf die Reihe kriegen. Das ist ein Bremspedal. Wozu ist das Bremspedal da? Weiße Schuhe mit weißen Socken. Igitt, stopp! Ganz genau. Das Gas war euch wohl zu aufgebläht. Das ist das Gaspedal. Wozu ist das Gaspedal da? Stiefel aus den 60ern. Go, go! Ja! Lenny, ich glaube, du bist bereit für das nächste Level. Nacht, Lenny. Du wirst das morgen ganz toll machen. Nacht, Lincoln. Nacht, Lori. Klick gestellt. Guck niemals in den Rückspiegel. Mach stets Bemerkungen über das Gesicht deines Fahrlehrers. Ich schwöre dir, ich werde deinen Lieblings-Bobby-Pullover einlaufen lassen, wenn du mir nicht sagst, was... Na gut. Ich habe vielleicht Lennys Prüfung sabotiert, indem ich ihr im Schlaf falsche Anweisungen eingetrichtert habe, weil wenn Lenny fahren kann, wird mein Zimmer niemals aufgeräumt und niemand wird mich jemals wieder für irgendwas brauchen. Bist du verrückt geworden, Lori? Was, wenn sie wegen deiner falschen Anweisung einen Unfall baut? Was, wenn sie sich verletzt? Daran habe ich nicht gedacht. Wir müssen sofort zur Fahrschule. Gott sei Dank, es geht ihr gut. Vielleicht hat sie ja bestanden. Nein, hat sie nicht. Denn leider ist sie auf der falschen Straßenseite gefahren, hat den Rückspiegel nicht benutzt und auch noch das Gewicht des Fahrlehrers kommentiert. Tja, das war Nummer 14. Schätze, ich muss mein Leben lang Rasenmäher fahren. Hör zu, Lenny, das war nicht deine Schuld. Doch war es. Du hast dir so viel Mühe gegeben, mir zu helfen. Du hast sogar gelernt, Lenny zu sprechen. Wobei ich immer noch nicht glauben kann, dass ein Land nach mir benannt wurde. Ich hab's vermasselt. Ich hab nur an all die tollen Orte gedacht, an die ich uns hätte fahren können. Zum Kaufhaus, zum Comic-Heftladen, zum Kaufhaus. Tut mir leid, dass ich dich enttäuscht habe. Ich halte das nicht mehr aus. Es war meine Schuld. Ich habe deine Prüfung sabotiert. Sabotiert? Als hätte sie das Kleid gekauft, das du eigentlich haben wolltest. Wie konntest du nur? Es tut mir wirklich leid, Lenny. Aber ich werde es wieder gut machen. Du kaufst mir das Kleid? Echt nett, dass du Lenny beim Üben für die nächste Prüfung hilfst. Das ist doch das Mindeste. Ist das die Autowaschanlage?